Aus ganz Berlin? In ganz Berlin sind wir nicht zuständig. Entschuldigen Sie bitte mal, wer, Entschuldigung, also das funktioniert nicht, wir haben hier eine Redeleitung. Wir werden... Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir werden dann auch gleich die Sitzung eröffnen. Ich begrüße Sie alle, möchte allerdings auch gleich dazu sagen, dass wir hier im Bezirk für Ihr Anliegen gar nicht zuständig sind, sondern es ist das Abgeordnetenhaus in Berlin. Wir werden Ihr Anliegen weitertragen. Nein, das ist kein Argument. Die BVV und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sind für Ihr Anliegen nicht zuständig. Bitte sehr, sehr. Assistenzstunden verantwortlich ist, sich seit Jahren mit dem Bezirk darüber, mit dem Senat darüber streitet. Wir haben in der letzten Wahlperiode zu dem Thema mehrere öffentliche Veranstaltungen gehabt. Wir haben den Senat auch eingeladen. Und ich habe es draußen vorhin schon gesagt. Und nach einer Menge Protest, wo die Eltern sehr, sehr deutlich auch ihren Protest formuliert haben, so wie sie das heute auch tun, ist dann mehr Geld in den Topf gekommen. So, leider ist es mehr Geld in die Tariferhöhung geflossen. Von daher ist nichts tatsächlich an mehr übrig geblieben, obwohl es als mehr Geld verkauft wird. Das in der Tat ist ein Skandal. Und ich denke auch, dass das, was Sie hoffentlich heute erst beginnen, nämlich den öffentlichen Protest und den lauten Protest, doch das Land Berlin dazu animiert, das große Thema Inklusion, was hier ja immer gerne versprochen wird, auch tatsächlich aufzunehmen. Der Bezirk verteilt die Schulhelferstunden, also der Bezirk hier, mein Kollege, der Schulstadtrat, verteilt in der Tat die Schulhelferstunden oder Assistenzstunden nicht, sondern es macht die bezirkliche Schulaufsicht. Sie wissen auch, dass jede Schule nur so und so viele Stunden zugewiesen bekommen hat, relativ unabhängig davon, wie viele Kinder tatsächlich Unterstützung brauchen oder nicht. Und auch der Versuch, es sozusagen mit Jugendhilfe zu kombinieren, ist auch nur, wie soll ich sagen, es ist keine Lösung. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren im Einzelfall und ich glaube nicht, dass wir hier eine Einzelfalllösung erwirken wollen, sondern dass wir vom Grundsatz her tatsächlich die Deckelung aufgehoben werden wollen. Darum geht es. Es darf nicht gedeckelt werden, sondern also darf der Kinder euer Tier. Dankeschön. Es reicht nicht nur unseren Eltern.
einzelnen Kindern an unserer Schule mit billiges Zettel bitte nochmal gegeben zu holen. Nicht nur Sie als Bürgermeisterin, sondern die gesamte DVV. Und ich finde das ein Skandal. Die haben Sie vollkommen recht, der Senat bzw. im Berliner Abgeordnetenhaus ist dafür zuständig, die Mittel auch freizumachen. Das sehen wir schon so. Aber wir suchen natürlich im Bezirk auch Verbündete und finden das schön, dass Sie das sagen und hoffen, dass wir auch gemeinsam die Wege gehen können, um diesen Zettel endlich wegzubekommen und eine bedarfsgerechte Schulhelfer-Situation zu bekommen und die Inklusion auch voranzubringen. Vielen Dank.